Während viele Vesperkirchen ihr Angebot im Jahr 2021 wegen der Pandemie abgesagt haben, hat die Reutlinger Vesperkirche umgedacht. Sie bietet nun Essen to go an. Zum Auftakt am letzten Sonntag seien 150 Vespertüten verteilt worden. Am Freitag waren es mehr als doppelt so viele, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit solch einer hohen Nachfrage hätten die Verantwortlichen nicht gerechnet. Viele der Gäste seien froh, dass das Angebot stattfindet, so der Geschäftsführer des Diakonieverbandes Reutlingen, Joachim Rückle. Gelobt werde auch das vorgekochte Essen der Bruderhausdiakonie. Es fehlt nur etwas an Nachtisch. Wer also Rührkuchen oder Muffins spenden möchte, kann das morgens ab 8:30 Uhr an der hinteren Eingangstür der Nikolaikirche tun.